Na fein, ne? Soweit läuft alles gut da. Ich bin in Tirol geboren und lebe seit längerem wieder in Innsbruck, aber arbeite auch viel in Paris und in Frankreich. Ich habe in Wien studiert. Ich war in der Klasse von Max Weiler und Arnulf Reiner für Malerei. Das habe ich in Köln begonnen, war auf der Suche nach Materialien, die mich interessieren, und darunter war auch ein Sackton. Das ist grundsätzlich ein Material, mit dem man leicht arbeiten kann. Jede Arbeit hat eine innere Struktur und der muss ich folgen. Also wenn ich irgendwo unten was setze, dann hat das eine Folge für alles andere in der Arbeit und in der Skulptur, und das ist zu lösen. Also das regeneriert sich aus Träumen, aus Wahrnehmungen der realen Welt, aus Museen, aus Kunstbüchern. Alles, was ich sehe, nehme ich auf und verarbeite. Ich habe diese Skulptur für diesen Ort und diesen Platz entworfen. Das ist sicher mal für mich die Grenze, weil mein Atelier ist kleiner wie die Skulptur. Es geht bis zu der Ebene von der zweiten Figur unter der Krone. Also da komme ich gerade hin. Also das erfordert dann sozusagen auch immer eine Vorstellungsarbeit, das so fortzusetzen, ohne die Basis zu haben oder umgekehrt. Man ist sozusagen im Blindflug unterwegs, aber das ist eine Herausforderung. Das sind fast 1,5 Jahre Arbeit. Jede meiner keramischen Skulpturen ist in Kisten verpackt, die exakt angepasst sind. Die sind nummeriert, das ist hier dargestellt in einer Skizze, sodass es Fremden auch möglich ist, dieses Bild zu montieren. Ich gebe meinen Arbeiten eigentlich keinen Titel, weil sie eigentlich eine Offenheit haben sollen und eigentlich die Welt so darstellen, dass sie jeder, auch der Betrachter, neu erfahren kann. Mich fasziniert der Ton und die Keramik weiterhin, und ich glaube, die beschäftigt mich bis an mein Lebensende.